Zunächst mal möchte ich sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich gemeinsam mit meiner Frau das erste Mal in Athen weilen darf. Erstens, weil Athen die Wiege der europäischen Demokratie sind, und ich glaube, das ist genau der Punkt, das ist die Knackfrage für unsere Diskussion. Und gleichzeitig, das sage ich aber voller Ernst, bin ich ein Stück weit begleitet von Demut, weil natürlich die deutsche faschistische Vergangenheit zu Recht auf dem deutschen Volk und auf alle Angehörigen, auch wenn sie damals noch nicht gelebt haben, lastet, und weil wir natürlich auch ein Stück weit Probleme haben mit dem Rechtsextremismus und mit dem deutschen Faschismus der Gegenwart oder Nationalsozialismus oder Neonationalsozialismus. Sie sehen, das haben Sie auch schon durch meine Vorredner erfahren, Rechtsextremismus, ich will jetzt mal bei dem Begriff bleiben, weil es ein Sammelbegriff ist, ist ein vielschichtiges Problem. Aber wir sollten es mal auf, ein Stück weit auf eine Frage konzentrieren, und die möchte ich halt so konzentriert sehen. Demokratie bedeutet für mich der vernünftige, diskriminierungsfreie, gewaltlose Diskurs in der Gesellschaft. Und das blanke Gegenteil davon ist Rechtsextremismus, weder diskriminierungsfrei noch gewaltfrei. Das heißt, die Frage kann man auch zuspitzen auf die Frage, wie gelingt es uns, einen kulturvollen, das heißt gewaltlosen, vernünftigen, diskriminierungsfreien Diskurs in der Gesellschaft oder eine Kultur der Gewaltlosigkeit in der Gesellschaft durchzusetzen. Und da spielt eben auch ein Stück die Ächtung der Gewalt eine Rolle und die Ächtung von Diskriminierung, welche Schattierung sie auch hat, also Rassismus, Fremdenfeindlichkeit oder überhaupt Feindlichkeit gegenüber allen Andersdenkenden oder Andersaussehenden, Andersseienden. Und hier für diese Frage der Ächtung sehe ich eben nicht nur die Verantwortung der Zivilgesellschaft, sondern in hohem Maße die Verantwortung des Staates. Der Staat muss Grenzen ziehen und muss mit Hilfe des Strafrechts auch als Ultima Ratio effizient dieser Ächtung gesellschaftlich gefährlichen Verhaltens eine Sanktion entgegenhalten. Das ist für mich die Rolle des Staatsanwaltes. Ich habe heute mehrfach gehört, dass das jedenfalls, ich sage mal vorsichtig, ein sehr ambivalentes Problem ist in Griechenland gegenwärtig. Wir haben gerade gehört, der Staat tut nichts gegen Gewalt. Das kann ich nicht verstehen. Der Verfassungsstaat ist da in der Pflicht. Der Deutsche wie der Griechische, und dass es da auch in Deutschland viele Probleme gibt, zu denen ich sicher noch was sagen werde, das ist ganz klar. Aber mich irritiert es schon, dass heute gesagt wurde, bis zu 35% der Polizisten tendieren eher zu rechtsextremistischen Einstellungen. Das ist für Deutschland, da würde ich jetzt mal die Hand ins Feuer legen, jedenfalls nicht denkbar. Und jetzt muss man sich halt die Frage stellen, was kann man denn tun? Was kann man denn tun? Schon die realistische Analyse ist ja schon schwierig. Ne? Also auch in Deutschland gibt es natürlich Kräfte, insbesondere bei den Konservativen, die eher der Meinung sind, man sollte deckeln, man sollte das Problem klein halten, man sollte so wenig wie möglich darüber reden und damit würden wir es in den Griff kriegen. Das gibt es also genauso in Deutschland, aber man muss dieses Problem offen ansprechen und darauf reagieren. Und deshalb möchte ich auch also von hier aus ganz deutlich an meine leider hier, weiß ich nicht, vielleicht doch vertretenen Kolleginnen und Kollegen appellieren, dass natürlich auch der griechische Staat in der Pflicht ist und dass er natürlich gegen
kriminelle Gewalt ohne Rücksicht auf den motivierten Hintergrund vorgehen muss, also auch gegen rechte Gewalt vorgehen muss. Die realistische Analyse in Deutschland. Wir haben ein Problem mit dem Rechtsextremismus. Ich komme aus Sachsen, da war das lange kein Problem, also für die Politik, für mich schon. Seit 2000, insbesondere in den 90er Jahren, sind Subkulturen herangewachsen, wo sich insbesondere junge Leute getroffen haben und sozusagen in Nazi-Kameradschaften einen mikrosozialen Ersatzraum in Krisenreaktionen für sich gefunden haben und gleichzeitig von dort aus, von diesen Nazi-Kameradschaften, den Kampf gegen andere rassistisch motiviert, aber auch gegen politisch anders Denkende organisiert haben. Wir haben versucht und zum Teil auch erfolgreich praktiziert, das Strafrecht anzuwenden in der Tiefe der Anwendung, indem wir, der Kollege hat es gesagt, dass es im griechischen Strafgesetzbuch auch in Paragraph 1 gibt, kriminelle Vereinigungen, indem wir dieses Strafgesetz auch auf solche zum Zwecke der Begehung von Straftaten gebildete Vereinigungen, Nazi-Kameradschaften angewendet haben. Das stößt nicht nur auf Gegenliebe, das ist ein schwieriger Prozess. Und ich habe gerade in solchen Subkulturen wegen der Isolierung, die damit eintritt, wenn also sich solche Subkulturen, gewalttätige Subkulturen bildet, immer die kriminogene Hauptgefahr gesehen. Es ist nichts Neues, es ist eine alte kriminalistische, kriminologische Erfahrung, dass es eine Gewaltspirale gibt, dass sich auf der Grundlage menschenverachtender Ideologie, menschenfeindlicher Ideologie in solchen isolierten Subkulturen, also auf der Grundlage angstgeschürter, simpler Feindbilder und einer hohen Gewaltaffinität eine Gewaltspirale in Gang setzt. Und wenn diese Vereinigungen, diese Subkulturen nicht Repression durch den Staat erfahren, dann besteht die Gefahr, dass diese Gewaltspirale schließlich auch zu fürchterlichen Gewaltverbrechen einschließlich des Terrorismus führt. Und diese Erfahrung haben wir ja auch bitter gemacht. Also ich kann das nur mal andeuten, ich habe nicht so viel Zeit. Es gab in Sachsen eine Skinhead Sächsische Schweiz, die hatte 4 Jahre Zeit, bevor der Staat offensiv Repression ausgeübt hat durch unsere Ermittlungen. Und in diesen 4 Jahren standen wir an der Schwelle zum Terrorismus. Also dann war es schließlich gang und gäbe, dass man sich monatlich eine Schusswaffe übte. Es gab eine kriminelle Vereinigung Sturm 34 später im Raum Leipzig mit Weidern. Dort hatte diese Struktur nur wenige Monate Zeit, weil wir rasch Repressionen, also strafrechtliche Verfolgung betrieben haben. Und da blieb es eben, weil diese Gewaltspirale noch nicht in Gang gesetzt war, obwohl natürlich Gewalt ausgeübt wurde, bei einfacher Gewalt, also unbewaffnet im Sinne von keine Schusswaffen. Man kann sicher das Beispiel der NSU genau dort einordnen. Also diese Erfahrung gibt mir also recht, je länger solche Subkulturen existieren können und der Staat keine Repression ausübt, umso höher ist die Gefahr, dass die Gewalt dann eine fürchterliche wird. Wir haben andere Erscheinungen des Rechtsextremismus, die strafrechtlich relevant sind, nämlich aktionsbetonte Netzwerke, da treten Nazis in der Nacht als maskierte, schwarz gekleidete Menschen auf, die den Bürger erschrecken und von drohenden Volksdruck des deutschen Volkes sozusagen berichten, Fackelmärsche. Wir haben drittens ein Agieren in anderen Zusammenhängen, wo sich Rechtsextremisten verbünden mit Hooligans und sozusagen den Straßenkampf trainieren durch ihr Hooligan-Auftreten beim Fußball, also bei den Schlägereien sich trainieren für den späteren politischen Straßenkampf.
Das können wir alles auffassen, wenn wir den nötigen Strafverfolgungswillen bei den Polizisten und bei den Staatsanwälten, bei den Strafrichtern haben, als Bildung Mitgliedschaft einer kriminellen Vereinigung. Und natürlich haben wir ein großes, umfangreiches Propagandanetzwerk in der Musikszene. Und wir haben auch einen kommunalpolitischen, parlamentarischen Einfluss, aber das entzieht sich dann mehr oder weniger doch der strafrechtlichen Relevanz. Ich würde wirklich die Funktion des Staates und des Strafrechts in der Verhinderung dieser Gewaltspirale sehen. Für mich ist der Rechtsextremismus, Neofaschismus, eine auf der Basis menschenfeindlicher Ideologie gewalttätige bis terroristische politische Strömung, die sich zuvörderst gegen Schwächere der Gesellschaft richtet. Sie ist mit der demokratischen Gesellschaft unvereinbar. Eine tödliche Gefahr des Verfassungsstaates und zugleich aber auch Reflex einer ohnmächtigen bürgerlichen Gesellschaft. Das ist jetzt wieder ein Thema für sich, Aufklärung etc. BP, für mich steht der Feind rechts, weil er die größte Gefahr für den demokratischen Verfassungsstaat ist. Für die Politik ist von Bedeutung, dass sie dieses Problem erkennt, dass sie keine Kampagnenpolitik von Vorfall zu Vorfall führt, dass sie den Aufstand der Anständigen, so wie es unser Bundeskanzler Anfang der 2000er Jahre auch als Aufstand der Zuständigen, also der Polizisten, Staatsanwälte, Strafrichter, Richter, Politiker, Landräte, Lehrer, ich könnte die Reihe fortsetzen, begreift, dass wir eine systematische kriminologische Forschung betreiben und nicht von Kriminalstatistik zu Kriminalstatistik hasten, dass wir eine größere Aufmerksamkeit den Opfern gegenüber auch im Strafprozess bieten. Das erfordert couragierte Staatsanwälte, aufmerksame, fürsorgliche Richter, faire Rechtsanwälte. Das erfordert aber auch die Förderung nachhaltigen zivilgesellschaftlichen Strukturen, die sich gemeinsam mit progressiven Politikern, gemeinsam mit progressiven Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, Richterinnen und Richtern dieser Aufgabe stellen und ein Stück weit sozusagen dieses Thema in die Zivilgesellschaft transportieren und umgekehrt der Druck von oben und unten wächst sozusagen. Also wir brauchen, um die Frage jetzt mal andeutungsweise zu beantworten, beides. Wir brauchen eine Zivilgesellschaft, die sich organisiert. Wir brauchen aber auch engagierte Antifaschistinnen und Antifaschisten im Staatsapparat. Das ist ein iterativer, wechselseitiger Prozess, ein demokratischer Prozess. Und wir brauchen dazu von keiner Seite Gewalt. Das war mein Plädoyer.